Leute, ich bin's wieder, euer DJ Dream, und ich herzlich willkommen hier in War Thunder zum zweiten Teil des Panzer Tutorials. Heute sprechen wir über Module. Welches Modul sollte man ja als erstes ausbauen, also erforschen und dann halt den Nutzen nehmen, ne? Welches ist da am allerwichtigsten? Zu dem Thema muss ich erstmal eins im Voraus sagen. Es gibt verschiedene Panzertypen. Panzerjäger, Flak, mittelschwer, schwere Panzer, Aufklärer, also leichte Fahrzeuge, ne? Und zu jedem von diesen verschiedenen Typen sind verschiedene Module halt am wichtigsten. Aber es gibt zwei wichtige Module. Das ist egal von welchem Panzertyp, egal von welcher Nation oder von welchem Rang. Das ist scheißegal. Zwei Typen sind die allerwichtigsten, die müsst ihr immer gleich am Anfang ausbauen. Das ist so wichtig wie das Amen in der Kirche, wie man so schön sagt. Ich zeige das jetzt mal nur mal als Beispiel hier an meinen Jagdtiger. Das hier, Ersatzteile und Löschzeug. Egal in welchen Rängen. Diese beiden müsst ihr unbedingt als allererstes ausbauen. Also erforschen und halt den Haken. Obwohl, es geht ja automatisch dann mit dem Haken, wenn ihr das dann erforscht habt und gekauft habt. Ne? Das tut natürlich von Rang zu Rang, wird es dann irgendwann ein bisschen teurer. Bis dahin habt ihr dann aber auch schon wieder eine entsprechende Summe schon zusammengespielt, mal dazu. Das sind die aller wichtigsten zwei, denn die retten euch sowas von auf dem Schlachtfeld den Arsch. Ersatzteile, ich glaube, die Aussage sagt sich selbst, aber ich erkläre es trotzdem nochmal. Oder erkläre es halt gerne. Ersatzteile sorgen dafür, dass, wenn ihr beschädigt seid, ihr drückt dann eine entsprechende Taste. Das könnt ihr euch ja so legen, wie ihr wollt. In meinem Fall ist es... was habe ich da gesetzt? In meinem Fall ist es T. Genau, ich habe es mal auf T gesetzt. Ich drücke einfach T und er repariert. Ja, es repariert. Natürlich kann das Reparieren von Panzer zu Panzer und Slot zu Slot unterschiedlich sein. Da sind wir schon wieder bei der Rubrik Skillen. Ne? Das nehmen wir dann in einem anderen Video später halt mit rein. Also... Das kann wirklich unterschiedlich lang dauern. Das geht wirklich in die Rubrik Skillen. Das wird dann das, wenn ich mich nicht verzählt habe, das sogenannte fünfte Video. Das ist dann das Endvideo. Ja. Daher. Ne? Aber ich sag mal so, für den Anfang reicht das übliche Tamtamgramm auch schon so aus. Einigermaßen. Sagen wir es mal so. Für den etwas höheren Part, okay. Ja, in den höheren Rängen, da ist wohl klar. Ja, da ist wohl logisch. Gut, mal dazu. So, jetzt zu den verschiedenen Typen. Wie gesagt, ich fange erstmal mit den leichten Panzern an. Ich habe mir hier den deutschen Baum ausgesucht. Ja, einfach mal just for fun. Ich sag mal so, die Deutschen sind ja am Anfang, sind sich ja sowieso recht geil aufgebaut. Und ich habe euch ja in dem letzten Video auch schon empfohlen, mit den Deutschen auch zu arbeiten. Natürlich auch mit anderen Nationen. Im Übrigen habe ich wurde ich angeschrieben und soll das mal, ja, wegen den Schweden. Irgendwer von euch da draußen hat mir gesagt, die Schweden sind am Anfang auch ganz schön krasse Dinger. Aber die werden irgendwann später irgendwie verwundbarer. Dazu kann ich noch nicht viel sagen. Ich nehme jetzt mal von der entsprechenden Person diese Aussage, aber ich bin mir da nicht zu 100% sicher. Also nehmt das jetzt mal nicht wie, ne, auf die Goldwaage. Kann sein, dass manche von ihnen vielleicht etwas schwächer sind. Es gibt bei den Schweden gibt es Fahrzeuge, die habe ich gern genutzt, und es gibt Fahrzeuge, eine ganz bestimmte Flak, die nutze ich so ungern, die hasse ich abgrundtief, weil sie einfach scheiße ist. Warum ist sie scheiße? Ihr Turmdrehkranz ist so langsam. Die haben das damals wirklich gekurbelt. Ja, das war echt Kurbelarbeit hier. Das Landswerk L62 Anti 2. Also richtig übel. Ein Glück, ich habe mich informiert, es wurden doch nicht so viele davon gebaut. Also nicht so viele Leute mussten sich damit abquälen. Ah, Mann ey, aber die sich damit abquälen mussten, tun mir leid. Die haben dann wunde Finger gehabt von den vielen rumgekurbelt. Und haben... womöglich haben sie dann selbst nach Ende der Dienstzeit weitergekurbelt.
Das nennt man dann die Wirtschaft ankurbeln, ne? Ja, gut. Spaß beiseite. Dumme Späße müssten wir auch mal sein. So. Also, wir gehen jetzt erstmal auf die leichten Panzer hin. Da gehen wir auf verschiedene Rängepunkte, ne? So, bei Rang 1. Jetzt nur so mal als Beispiel. Sonder-Kfz, ne? 221. Wie gesagt, Ersatzteile, Löschzeug, allerwichtig. Extrem wichtig, ne? So. Die meisten leichten Fahrzeuge, aber erst ab Rang 2, haben eine zusätzliche Sonderfunktion mit dabei, die natürlich sehr, sehr wichtig ist. Die taucht dann hier, nee, doch, hier Feuerkraft, hier in der Rubrik irgendwo auf, die einen die Möglichkeit gibt, zum Beispiel etwas öfters mal mit einem Jäger mit reingehen zu können in der Karte und zu spotten. Also feindliche Fahrzeuge aufzuklären. Ne? Ich sag lieber spotten, weil ich glaube, einige können da mit dem Aussagepunkt was anfangen. Aber ich sage auch aufklären. Dieses Fahrzeug leider nicht, weil Gaijin, der Entwickler, gemeint hat, nee, in den ersten Rängen wollen wir das noch nicht sehen, weil da zu viele leichte Fahrzeuge drin sind. Würde vielleicht trotzdem was bringen, weil es gibt diverse Fahrzeuge hier. Ja, hier, das Sonder-Kfz 140. Gilt eigentlich, ja, Aufklärerpanzer. Aber er hat nicht die Aufklärerfunktion. Das ist irgendwie so Fail hoch 3. Also da müssen sie noch mal was tun. Mal dazu. So, jetzt gehen wir auf diese sogenannte Rubrik hier bei den Sonder-Kfz. Da haben wir das. Luftschlag, verbesserte Optiken. Ne? So, Luftschlag, wie ich eben erklärt habe, aber ich kann es trotzdem noch mal vorlesen. Erlaubt die Teilnahme an einem Luftkampf, der von einem verbündeten Bomber oder Schlachtflugzeug ausgelöst wurde, zum Beispiel in der Karte Panzerschlachten. In Modi mit Fahrzeugpunkten, zum Beispiel realistisch Panzerschlachten, können die Einstiegskosten für Fahrzeuge, also Flugzeuge, schon durch den Abschuss aufgeklärter Ziele gesenkt werden. Mal dazu. Also das hier auf jeden Fall dann. Also das wichtig. Das hier könnt ihr auch mit reinnehmen. Verbessert Munition, falls ihr auf Panzer schießen wollt, schießen möchtet. Ne? Was aber wichtig ist bei diesen leichten Panzerfahrzeugen, diesen Aufklärern, ist diese Rubrik hier. Ihr müsst schnell sein, ihr müsst flink sein. Ne? Natürlich erhöht das nicht eure Geschwindigkeit. Hier werden nur die PS-Zahlen hochgezogen. Aber umso besser die PS-Zahlen sind, muss man sagen, und umso besser zum Beispiel Reifen. Oder hier das Laufwerk mit der Federung ist und alles. Das ist jetzt nur als Beispiel. Bei Kettenfahrzeugen ist es was anderes, ne? Da müsst ihr halt die Ketten noch zimmern. Aber auf jeden Fall, müsst als leichtes Fahrzeug, das spotten kann, aufklären kann, müsst ihr sehr mobil sein. Sehr schnell unterwegs sein. Ganz schnell die Position wechseln. Von, ne? Ganz schnell. Daher sollte man sich dann nach diesen beiden hier auch parttechnisch, sofern. Das halt, ja, der Punkt ist ja, um den nächsten Rang hier, ne, bei den Modulen zu erreichen, muss man halt immer so eins oder zwei Module auf jeden Fall erforscht haben und ausgebaut haben. Manchmal sind es auch drei, aber in meisten Fällen sind es zwei. Mal dazu, muss man auf jeden Fall gemacht haben. Dann kommt man eine ja, Rubrik tiefer, eine Etage tiefer und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall sollte man sich das dann halt so ein bisschen im Hinterkopf halten, ne? Das und eventuell hier so in dem Bereich schon mal Bremse kann vorteilhaft sein in ganz bestimmten Situationen. Kann euch die Bremse sowas von den Arsch retten. Muss vielleicht nicht sofort sein, obwohl es kommt drauf an. Das ist immer so mit den Fahrzeugen so eine unterschiedliche Geschichte. Das Fahrzeug hier ist mit 100 km/h unterwegs, wenn ihr die 100 erreicht, andere Geschichte. So. Und ihr seht, neben euch ist irgendein Fahrzeug, das regelrecht euch auf euch abzielen will. Ne? Er hält schon im Voraus vor, das erkennt man manchmal beim Fahren, und dann bremst ihr abrupt. Ihr versucht zumindest abrupt zu bremsen. Und der hat vielleicht am Ende nicht die Nerven, schießt einfach, der Schuss geht ins Leere. Ihr könnt stattdessen dann ihm vielleicht einen Schuss verpassen, vielleicht sogar in den Turm, erwischt den Richtschützen. Ja, wirklich Szenario. Und könnt dann anschließend entweder weiterfahren und regelrecht irgendwo verstecken.
Oder, ja, wenn ihr eine gute Nachladezeit habt, gut. Weil es dauert ja, bis der Richtschütze von ihm wieder auf den neuen Punkt, also auf den, also besser gesagt, bis der neue Richtschütze, besser gesagt, bis einer da den Platz eingenommen hat, ne? Das dauert ja immer entsprechend. Und dann könnt ihr anschließend vielleicht noch einen zweiten Schuss setzen. Aber ich sag's mal so, in manchen Fällen ist diese Situation ist so eine 50-50. 50-50. Also ich habe sowas schon öfters mal erlebt. Da war, ich weiß nicht, 30, nee, 5, nee, 7 Sekunden, 7 Sekunden ungefähr. Und schon hatte der neuen Richtschützen. Und ja, guckt mich dann auch noch an. Bumm, zack, weg. Also manchmal sind es wirklich, da ist dann die beste Situation, eher die Beine in die Hand zu nehmen, so schön gesagt, ne? Und einfach weg. Daher öfters dann mal wegfahren. Mal dazu. Aber das hier mit der Bremse, das was das Szenario, das ich erkläre, das ist wirklich eine Timing-Geschichte. Das ist eine Lucky-Geschichte. Das ist 50-50. Manchmal klappt das. Nicht immer. Also verlasst euch da nicht zu 100% drauf, mal dazu. Aber auf jeden Fall müsst ihr halt wirklich schnell und mobil unterwegs sein. Das steht mal fest mit diesen Fahrzeugen. Was ihr halt auch dringend braucht, also, ne, ist halt wirklich hier Luftschlag, ist ganz gut, wenn ihr gerne fliegen geht. Das ist eure Sache. Ne? Wenn ihr natürlich keinen Bock habt aufs Fliegen und diese Punkte, die ihr da macht fürs Fliegen, verschwenden wollt, dann bitte macht das. Das ist eure Sache. Ich verschwende da nichts. Jedes Mal, wenn ich die Gelegenheit kriege, fliegen zu können, dann steige ich in den Flieger rein und selbst wenn ich nur irgendwelche Panzerfahrzeuge ein bisschen anditsche, ein bisschen ankratze, hole ich eventuell trotzdem eine Abschusshilfe raus und mache so mit ein bisschen extra Kohle, ne? Ohne dass ich jetzt richtig Kosten verbraucht habe. Mal dazu. Ja. Und die verbesserte Optik, die hilft einfach wirklich auf Sichtweite. Allerdings kann man das hier noch ein bisschen besser machen. Das hat schon wieder mit der Skill-Funktion zu tun. Da muss man halt entsprechend das auch noch skillen. Wie gesagt, das kommt in einem anderen, späteren Video. So. Ja, was ist hier noch gut? Jeder von diesen leichten Fahrzeugen hat unterschiedliche Munitionstypen, ne? Unterschiedliche. Hier ist jetzt ein bisschen schlechteres Beispiel. Wir haben hier, okay, die Kanone ist nicht übel. Die Munition hat eine entsprechende Durchschlagskraft. Hier sind halt viele Lochstanzer dabei, wie man so schön sagt, ne? Also Hartkerngeschosse, die machen ja wirklich nur Löcher rein. Explosion wäre, ja gut, also man sieht es ja, wie das hier aussieht, ne? Geht rein, bisschen Explosion, aber diese Granate sticht einfach so richtig durchs Blech durch, oder Blech, falsche Aussage, durch den Panzerung durch und eventuell, wenn die Panzerung nicht so dick ist, ne, dann fliegt das Geschoss eventuell sogar im Kampfraum einfach nur weiter, bis es auf ein Hindernis aufschlägt und dann fliegen halt die ganzen Schrapnellteile rum. Es kann aber auch passieren, dass das ganze Geschoss einfach mal quer durch den kompletten Panzer und auf der anderen Seite wieder raus. Das habe ich schon gesehen. So eine Situation habe ich schon gesehen. Das war eine Schlacht gegen den LVT. Ich zeige euch das mal ganz schnell. Oh, na, willst du wohl? LVT, wo haben wir denn, wo ist der Badewannenpanzer da? Na, das ist der Badewannenpanzer. Ja, ihr seht, da ist viel Luftraum dazwischen. Und da hat die. Ich hatte damals auf so einen Teil geschossen. Da war das Ding gerade frisch drin. Ich dachte, damals bin ich davon echt 100% ausgegangen. In dieser Rubrik hier ist irgendwas Wichtiges verbaut: Munition, Treibstofftank, sonst was. Also habe ich hier hingeschossen. So, das Geschoss ist einfach raus. Das war's. Kein Schaden, gar nichts. Er hat nichts abgekriegt, außer Löchlein rein, Löchlein raus. Das war's. Also wenn das Fahrzeug selbst dann noch mit dem Loch da drinne durchs Wasser gefahren wäre, er wäre nicht gleich abgesoffen. Ja, war eine lustige Situation. Hat mir leider auch das Leben gekostet im Spiel. C'est la vie, ne? Kann passieren. Ja, daher muss man da halt mit den Lochstanzern aufpassen. Mal dazu. Am besten verwendet man wirklich eine Panzergranate, die gleich nach Eintritt durch die Panzerung regelrecht im Innenbereich, ne, zumindest bei dem Fahrzeugtyp hier im Innenbereich gleich explodiert. Ja, das wäre so bei den
Aufklärer ganz praktisch. Aber die Aufklärer halt sind, wie der Name schon sagt, sind halt Aufklärer. Die sollen halt wirklich schnell sein, richtig mobil. Was auch wichtig manchmal ist, oder manchmal, das werdet ihr am Ende dann kennenlernen, wenn euch die Soldaten fehlen, die Verstärkung, ne? Bei der Verstärkung sage ich mal so, wenn euch nur ein Mann fehlt und ihr habt die Möglichkeit, irgendwo in Deckung zu fahren, ne? Dann fahrt schnell in Deckung und aktiviert den hier. Das dauert halt, der trödelt halt immer rum und dann habt ihr den Ersatzmann und dann müsst ihr euch keine Gedanken machen. Weil wenn ihr in einer entscheidenden Schlacht seid und ihr habt vor euch einen und der hat euch regelrecht fast alles rausgeballert, bis auf irgendeinen anderen wichtigen Fuzzi und der hier muss nachkommen. Ne? Ja, es kommen Situationen dann vor, der feindliche Spieler schafft es immer wieder rauszufinden nach mehreren Malen Schießen, wo ist jetzt diese letzte eine Figur, die ich erschießen muss, damit ich den Kill kriege, bis da sein Fuzzi danach kommt. Ne? Mal dazu. Also, so viel zu den Aufklärern. Wie gesagt, das hier ganz wichtig. Dann würde ich hier auf jeden Fall auf die Mobilität setzen. Das ist ganz, ganz sehr wichtig. Dann bedenkt halt Luftschlag und verbesserte Optik ist auch sehr wichtig. Ne? Ihr könnt natürlich auch sagen, ach komm, scheiß drauf, ich mache hier Drehkranz, ich mache hier, ne? Aber bedenkt immer, ihr braucht immer mindestens zwei. Warte mal, habe ich hier ein Fahrzeug, wo ich das jetzt mal kurz beispielsweise zeigen kann? Genau. Hier zum Beispiel. Ich brauche, seht ihr, ich brauche immer zwei Module. Hier brauche ich, oder hier ging es ja, hier, ne, beim Rang 1, da ist das in Ordnung. Beim zweiten, um den dritten zu kommen, um weitere Module freizuschalten, brauche ich jetzt, muss den da erforschen und als nächstes muss ich noch was anderes erforschen, weil das eine Flagge ist, gehen wir auf einschießen. Mal dazu. Ja, mal dazu. So, so viel zur Rubrik hier Aufklärer. Also denkt dran, Mobilität ist euer Freund und Helfer bei diesen Fahrzeugen. Weil die generell gesehen schutztechnisch auch nicht gut ausgestattet sind. Ne? Es gibt keinen Aufklärer, der viel Schutz hat. Also wenn ihr mal einen Aufklärer haben solltet, von egal welcher Panzernation, und ihr habt mehr als 80 mm Panzerung, könnt ihr euch als glücklich schätzen. Also wirklich könnt ihr euch glücklich schätzen. Ja, aber es gibt so wenige mit so. Ja. Also. Da gibt es kaum welche. Eigentlich. Ich habe noch kein. Ich sag mal so, in dem Spiel habe ich noch keins gesehen. Ne? Es soll. Das ist jetzt so eine blöde Aussage. Es gibt bei den Briten. Ich weiß nicht, wann dieser Panzer reinkommt. Das ist ein Aufklärer. Es gibt bei den Briten, wenn ich mich nicht irre. Kann auch sein, dass ich das von Nationspunkt her mich irre. Aber es gibt einen. Glaub, britischen Panzer. Das ist ein Aufklärer und den haben sie aber in die Front so eine Zusatzpanzerung, Reaktivpanzerung reingepackt, die ganz schön was aushält. Dafür ist seine Mobilität flöten gegangen. Ne? Also, ja. Aber, naja, c'est la vie, ne? So oder so. So, dann kommen wir jetzt zum nächsten, ja, zum nächsten Punkt. Mittelschwere Panzer. Oder nein, 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 wir machen es anders. Wir gehen erstmal zum Panzerjäger über. Panzerjäger ist ein besseres Beispiel. So, gehen wir jetzt mal. Ihr seht, also ich suche mir hier irgendeinen aus. Gehen wir hier auf die Schluck. So, Panzerjäger. Wie gesagt, Ersatzteile, Löschzeug, ganz wichtig. Dann, weil ihr seid ja ein Panzerjäger. Ihr jagt ja die feindlichen Panzer. So, kommt jetzt drauf an. Habt ihr jetzt einen Turm? Ne? Einen richtigen Turm? Das gibt es Modelle bei den Amerikanern, auch bei den Briten. Ins Deutschen gibt es nicht so viele, da sind eigentlich die meisten Panzerjäger ohne richtig Turm. Bis auf paar oder eine Ausnahme hier, die 88er Flak und Waffenträger, genau, der Waffenträger und da war noch einer. Da war noch einer, die Frage ist nur, wer war das? Ne, der Tam ist es nicht, das ist ein Aufklärer. Zumindest ein leichtes Fahrzeug. Ne, ist nicht hier. Doch da, hier, der Class 3, gut, ja, okay, ihr seht schon, das ist halt so, ja, aber selbst der hat auch einen Turm halt, ne, das ist halt so ein südafrikanisches Fahrzeug, das bei den Deutschen halt gelandet ist. Ach ja, und hier, ich glaube, das war, nee, das war nicht der, ne? Der hat auch keinen richtig, doch, das ist der hier, Sonder-Kfz 234, der hat auch so einen Turm, mal dazu, also, ne,
Sofern es keinen Turm hat, der Panzerjäger, ist dann der Drehkranz eigentlich nicht allzu wichtig. Mal dazu. So, mobil. Ja, als Panzerjäger sollte man schon ein bisschen mobil sein. Ne? Aber ihr seid ja eher so, ihr jagt manche Panzer. Ihr setzt euch eher irgendwo in eine Position rein und bekämpft den Feind, den Gegner auf weitere, ne, Distanzen. Also ihr seid regelmäßig der Scharfschütze. Sagen wir es mal so, ihr seid der Scharfschütze. Und ihr müsst, solltet auch einen Gegner auf weite Distanz bekämpfen. Früher war es ja so, Panzerjäger, die ganze Mannschaft, die haben immer versucht, sich irgendwo einzugraben. Ne? Irgendwelche Hinterhaltsstellungen gebaut, sei es aus Büschen, sei es irgendwelche Häuser genutzt und, halt so Hinterhaltsstellungen. Und das ist leider hier nicht so im Spiel richtig möglich, solche Arten von Hinterhaltsstellungen vorzubereiten. Schön wär's. Das würde so richtig Dynamik nochmal reinbringen. Aber Zukunft, ne? Wer weiß, vielleicht machen. Haben wir es ja mal irgendwann. Ja, okay, der eine oder andere will dann jetzt vielleicht sagen, ey, Moment mal, wir können doch die Büsche vor unseren Panzern schnallen. Ja, aber die Büsche haben, ja, in realistisch haben sie auf jeden Fall mehr Gewicht als hier in Arcade, ne? Mal dazu. Also in Arcade haben sie jetzt, ja, ich hab's nur selten erlebt, dass jemand an einen Panzer, weil die sind, alle sind ja markiert irgendwie, ne? Alle sind ja richtig gut sichtbar, markiert. Und ich hab's nur selten erlebt, dass jemand an einen Panzerjäger, obwohl er markiert ist, aber halt sich versucht zu tarnen, als Bursch vorbeigefahren einer ist und sich, ja, nicht gefragt hat, ob das nicht ein unechter Busch ist oder nicht. Also selten so eine Situation erlebt, ne? Selten. Höchstens eine Ausnahme, das ist der Asus 57. Den nimmt aber auch hier wirklich im Spiel kaum einer ernst, weil er so klein und, ja, weil er klein ist. Allein schon, weil er so klein ist. Und weil er eine 57mm Kanone hat. Kaum einer nimmt ihn ernst. Dabei kann er ganz schnell mal der Tod sein. Ja, den habe ich schon in hohen, etwas höheren Rängen auf 6-7 gesehen. Irgendwo auf Hinterhaltsstellung und bumm, zack. Weil der kann auch schon in die Seite reinballern. So. Wie gesagt, bei Panzerjägern sage ich mal so, dass das auf jeden Fall Mobilität, Mittelmaß, sollte man nicht zu extrem. Ne, weil ihr versucht euch ja eher in einen Hinterhalt zu stellen, auf irgendwelche Hügelketten, sonst wo, irgendwo, wo ihr erstens nicht so perfekt gesehen werdet, aber ihr wunderbar halt her aus schießen könnt und halt wirklich die Gegner auf weite Entfernung wegsnipen könnt. Ne, das mal eher. Daher Munition. Ja, die Munition. Munition und hier das Einschießen auf jeden Fall. Denkt dran, wie gesagt, wenn ihr einen Turm habt, dann müsst ihr halt den Drehkranz noch mitnehmen. Aber das auf jeden Fall. Nebeltöpfe, die könnten euch auch ganz gut helfen. Ne? Die könnten euch helfen, aber sie können euch eure Position auch verraten. Das ist so der Punkt. Was natürlich praktisch ist, wenn die Möglichkeit da ist, so etwas. Nebelgranaten. Die Funktion ist ja wohl bekannt. Ne? Ihr seht es hier in den kleinen Videoanzeige. Die Granate schlägt auf und es entsteht ein Rauch. Wenn ihr das einem Gegner vor die Nase knallt, ne, der ist erstmal in Rauch gehüllt. Der weiß erstmal nicht, was abgeht. Das Problem ist einfach nur, das in der richtigen Situation zu nutzen. Das ist das Problem. Wir haben ja nicht diese Möglichkeit, dass wir, die Granate ist drinne. Und, ach herrje, ich brauche eine andere Granate. Du musst erst die drin ist, verschießen. Obwohl ich habe einen guten Freund, wie gesagt, mal, ich habe das schon öfters erwähnt, der ist beim Bund hier bei den Panzerfuzzis unterwegs. Freut sich immer wie ein Schneekönig, wenn er mal in einem drin sitzt. Also durchgehend. Aber trotzdem wie so ein kleines Kind halt. Ja, sorry Junge, aber du weißt, was ich meine, ne? Altes Haus. Namen werde ich jetzt nicht mehr nennen. Ich habe seinen Namen schon öfters mal genannt und ich glaube, das wäre nicht so gut, wenn hier nochmal erwähnen oder so, keine Ahnung. Ja, sagen wir es mal so. Es gibt Panzerfahrzeuge, gut auf der Hochmodernen, aber er hat auch gelesen, es gibt Panzerfahrzeuge auf der
aus dem Zweiten Weltkrieg, wo sie mittels ja, wie war die Erklärung? Mittels einer wie Magnetmechanik oder so, also so ein komisches Teil, das tut man hinten an die Granate dran und die Granate löst nicht aus. Sie wird regelrecht magnetisch angezogen und man kann sie wieder aus dem Lauf, aus dem ganzen System rausziehen. Ja, es soll sowas gegeben haben. Klingt ganz nice. Problem ist, nicht jede Nation wird sowas gehabt haben. Das Problem ist dann halt, ja, selbst wenn man es jetzt für irgendwen ja, es hier installiert wird, müsste es eigentlich einheitlich sein und ja, das wäre dann halt auch wieder nicht ganz historisch und dies und jenes, ne? Daher muss man sich halt wirklich überlegen, was mache ich, ne? Na, dazu. Warum steht hier eigentlich rot? Das ist so die Frage. Rot. Ach so, der Kopf ist rot, oder? Nee. Keine Ahnung. Weil wenn, ja, das ist die Frage, die ich mir schon mal gestellt habe. Weil ich habe schon nur so einige, wo dann rot steht und ich denke mir so, da müsste doch die Granate der Rauch rot sein, ne? Das würde natürlich nur umso mehr verwirren. Mal dazu. Aber gut, also kann man verwenden, aber na, dann müsst ihr halt im Vorfeld bedenken. Vorher denken, sich drüber nachdenken, verwende ich dich jetzt, um den Gegner erstmal zu verwirren, bevor er auf mich schießen kann. Ich habe auch schon bei Spielern gesehen, die schießen zuerst so ein Ding auf den feindlichen Panzer, merken sich die Stelle, wo der feindliche Panzer steht, laden die nächste Granate nach, noch nicht das hier, sondern was anderes, und schießen dann auf den Gegner. Das ist aber, da kommt es auf die Nachladezeit an. Wenn man eine sehr kurze Nachladezeit hat, dann kann man so eine Aktion treiben. Ne? Und ein gutes Gedächtnis. Weil man muss sich halt wirklich merken, wo steht der Gegner und das Glück haben, dass der Gegner auch da stehen bleibt. Die meisten bleiben stehen. Ne? Die meisten bleiben stehen und sagen, das ist mir egal, du hast mir keinen Schaden gemacht. Pass auf, ich schieße jetzt auf dich. Da muss man wirklich sehr schnell sein. Mal dazu. Aber auf jeden Fall zu den nächsten Modulen halt, wie gesagt, hier die Granaten halt, ne? Stärkere Munition. Gut, jetzt hier, also die Standardmunition bei dem Fahrzeug, bei der Stuk 3, ist ja eigentlich fast ausreichend. Die ist richtig geil. Die macht einen enormen Schaden. Ne? Die nächste, ja, ist halt die Heat. Zum Thema Munition, darüber reden wir ein andermal. Und dann haben wir hier, ne? Die Panzer, Granat, also die panzerbrechende Hartkerngeschoss, Entschuldigung, Panzergranat. Mich macht dieses Panzergranatenschreiber ein bisschen gaga. Sorry, Leute, das irritiert mich so ein bisschen beim Sprechen. Ich weiß auch nicht. Ja, diese Hartkerngeschosse, wie gesagt, die machen nur Löcher. Und manchmal, wenn sie im Innenraum des feindlichen Panzers auf irgendein Hindernis stoßen, gibt es regelrecht Schrapnellteile, die, ja, Module beschädigen können, leicht bis mittel, gut, bis auf Geschützverschluss, der geht ja immer kaputt. Mal dazu. Crew, ne, Crewmitglieder, also gesagt, Panzer, Fahrer, jetzt kommt drauf an, wo ihr trefft, ne, Fahrer, Richtschütze, Ladeschütze, Kommandant, alles ist möglich. Aber auf jeden Fall macht das Ding mehr Löcher. Mal dazu. Ja, so. Ist das mit den Panzerjägern bestückt hier gemacht? Ne? Ein schönes Fahrzeug. Ich liebe dieses Fahrzeug. Habe auch schon so einige Abschüsse gemacht. Bei den meisten Panzerjägern müsst ihr eins bedenken: Ihr habt nicht viel Panzerung. Es gibt Ausnahmen. Es gibt Ausnahmen. Es gibt eine sehr, sehr große Ausnahme bei den Amerikanern. Also eine fette Ausnahme. T95. Das ist eine fette Ausnahme. Er ist auch sehr, sehr langsam. Ne? Er kann jetzt auch spezielle Aktionen, also die man so als Panzerjäger normalerweise tut, nicht jetzt mitmachen. Ne? Das einfach mal schnell nach vorne fahren und dann noch schnell nach hinten fahren. Also nach vorne fahren, schießen und dann nach hinten. Das könnte knicken. Der Rückwärtsgang ist scheiße, der Vorwärtsgang ist scheiße. Ne? Das Ding ist wirklich langsam. Den muss man wirklich auf irgendeine Position stellen und hoffen, dass einer einen nicht so richtig gleich sieht und selbst dann
ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass da gleich einer mit dem ersten Schuss durchkommt, weil ihr seht, 305 mm. Allein schon hier kommt ja auch noch der Winkel mit hinzu. Umso, ne, höher der Winkel, umso höher die Abprallwahrscheinlichkeit der Panzergranate. Also, er ist jetzt wirklich mal unter vielen eine große Ausnahme. Aber er ist halt wirklich auch langsam. Bis man mit dem auf entsprechende Position gefahren ist, könnte der Krieg schon fast vorbei sein. Obwohl, ich habe ihn schon öfters mal eingesetzt, auch bei sehr flachen Karten wie Modstock, ne? Da konnte er sehr schön agieren. Problem ist halt nur, das gilt für alle Panzer eigentlich. Paar kleine Ausnahmen gibt es, aber für die meisten seitlich sind sie alle verwundbar. Ne? Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen. Ne? Also nehme ich jetzt mal die Maus hier. Moment, wo ist sie? Die ist seitlich sehr schwer verwundbar. Das dauert, bis man die durchkriegt. Aber aufgrund dessen, dass sie das falsche Rating hier hat, geht sie mal ganz schnell kaputt. Na, mal dazu. So, das war der Panzerjäger. Jetzt gehen wir zum mittelschweren Panzer über. Da suchen wir uns mal einen schönen aus. Ach, nehmen wir hier den Panzer D. Na, Panther D, genau. So, mittelschwerer Panzer. Wie der Name schon sagt, die sind mittelschwer. Das sind so richtige Kampf, ja, Tanks, kann man sagen. Man kann sie vorne in der Front verwenden. Man kann sie aber auch, was ich eher empfehlen kann, so auf zweite Reihe. Weil ganz nach vorne sollten eher die schweren sein. Ne? Das ist so. So, bei solchen Fahrzeugen, wie gesagt, Ersatzteile, Löschzeug, ganz klar. Die meisten mittelschweren Fahrzeuge haben einen Turm, das heißt, bedenkt den Drehkranz, bedenkt Einschießen, wäre auch wichtig. Geschwindigkeit ist hier auch so eine Sache. Manche sind schnell, manche sind langsam. Da sollte man halt trotzdem hier zumindest das Laufwerk auf jeden Fall machen. Die Gleisketten wären auch ganz nice. Bremse ja, vielleicht auch im späteren Verhältnis. Filter setzt halt, ihr seht, nur halt die PS-Zahlen hoch, ne, und die Beschleunigungszeit ein bisschen runter. Bei Getriebe ist es dasselbe, neuer Motor, selbe Prinzip. Das liegt dann an eurer Spielweise, ne, wie ihr dann halt vorgehen wollt. Manchmal habt ihr zusätzliche Panzerung, die solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen. Nebeltöpfe. Ich sag's mal so, allgemein sind sie ja sowieso von Vorteil, gerade für die leichten Panzer. Sperrfeuer müsst ihr jetzt nicht unbedingt haben, aber kann man auch mal machen. Ich sag's mal so, der mittelschwere Panzer, den kann man so fast als Arounder ansehen. Ne, fast. Er ist halt wirklich fürs, ja, Mädchen für alles so ein bisschen gedacht, fast. Gut, er kann nicht spotten. Ne? Aber dennoch kann er sehr schnell arbeiten, sehr schießen. Okay, es gibt auch wieder Ausnahmen. Aber der mittelschwere Panzer ist wirklich, ja, modultechnisch. Da sollte man schon hier so ein bisschen sich die Eselsbrücke machen. Zack, 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 eventuell, zack, und dann hier rüber springen und zack, zack. Oder macht hier zack, zack, ne, geht darüber. Dann kann man hier immer noch. Aber auf jeden Fall sollte man diese 6 Stück hier auf jeden Fall in Betracht ziehen. Weil die hier, wie gesagt, immer. Und diese 4 hier auf jeden Fall. Dann halt der Verstärkungsfuzzi und hier so ein bisschen, ne? Es gibt halt auch mittelschwere Panzer, die sind richtig schnell unterwegs auf den Ketten. Die kann man natürlich dann entsprechend auch sich so ein bisschen dafür halt hier so zurecht machen, für was die Mobilität angeht. Aber wie gesagt, das hier ist eigentlich eine ganz gute Rubrik, ne? Lichtantrieb, auch ganz wichtig. Mal dazu. Jo. Da gibt es eigentlich nicht allzu viel zu sagen. Die sind eigentlich so, ne? So, jetzt kommen wir zur eigentlichen schweren Kategorie. Schwere Panzer. Nehmen wir jetzt hier Tiger E zum Beispiel. Schwere Panzer, wie der Name schon sagt, sie sind schwer. Auch manche sind nicht so schnell an Geschwindigkeit. Also das hier, der hier hat 48 km/h. Man kann sich natürlich jetzt hier wirklich auf die Mobilität konzentrieren. Das würde ich jetzt aber nicht tun, weil es ein schwerer Panzer. Sie sind vielleicht vorne ziemlich gut gepanzert, wie der Name schon sagt, aber manche würde ich dann auch hier Drehkranz, Panzergranaten, stärkere Panzergranaten auf jeden Fall. Einschießen ist ganz wichtig, sonst schießt ihr euch manchmal mit dem Visieren und alles. Es gibt einige, die haben einen scheiß Zoom-Faktor, also einen beschissenen Zoom, dann schießt ihr euch manchmal den Wolf und so weiter. Einschießen wird halt auch ganz wichtig. Ja, also das hier kommt jetzt halt auf den Panzer an.
Kommt jetzt auf das schwere Panzerfahrzeug an. Ne? Mal dazu. Also ich sag mal so, mit dem Tiger seid ihr noch einigermaßen gut mobil unterwegs, auch wenn 48 km/h jetzt nicht so die Welt sind, aber es ist noch enorm gut. Wenn das jetzt sich, wie hier gesagt, hier die Maus, da ist natürlich, ist wirklich sehr wichtig, wenn die PS-Zahlen oben sind, dass das Ding sich überhaupt bewegt. Die Maus allerdings ist gehandicapt, die hat sowieso das Problem, nur mal leider das Problem, dass sie, wie gesagt, sehr langsam ist und wenn ihr nicht gleich die PS-Zahlen hoben habt, schafft ihr es noch nicht mal über einen kleinen Hügel. Mal dazu. Jetzt nur so mal als Beispiel, ne? Ja. Daher sollte man bei schweren Panzern dann anschließend hier, dass da eventuell, also eventuell nicht gesagt, aber man, dass das Drehkranz sollte man doch so ein bisschen in Betracht ziehen, weil viele sind doch recht. Was den Turm angeht, sehr, sehr langsam unterwegs. Ne? Der Turm dreht sich dann etwas zu langsam. Und einschießen, neue Munition, auf jeden Fall immer die stärkere Munition dann da. Sich aber vorher die Munition halt immer angucken. Was kann die gut? Was kann die gut? Was, ne? Mal dazu. Aber dazu kommen wir dann auch noch in einem anderen Video. Mal dazu. Ja, glaube ich bin durch. Glaube ich habe. Ach nee, wir haben noch Flachs. Da gehen wir gleich auf Flachs hin. Also, ne? Mittelschwere Panzer. Mittelschwere Panzer. Schwere Panzer halt. Ich bin schon ein bisschen durcheinander. Gebe ich zu. Aber Fehler wie diese sind halt auch mal drin, ne? Nimmt mir das nicht übel. Mal dazu. Ich mag vielleicht ein Profi sein, was dieses Game hier angeht. Und bin schon so lange hier dabei. Aber hier ändern sich auch tausend Sachen immer wieder. Bei jedem neuen Patch kommt immer was Neues hinzu. Ne? Mal dazu. Kann immer mal was passieren. Ja, aber trotzdem hier, da müsst ihr halt bei den schweren Panzern irgendwann später dann, irgendwann halt wirklich auf die bessere Munition setzen, weil nicht alle Standardmunition von den schweren Panzern, ob bei den Deutschen, bei Engländern oder sonst wie, sind immer gut. Da ist eher meistens immer die zweite oder die dritte Munition, also die dritte Granate. Zweite, dritte Granate immer die bessere. Ne? Mit den höheren Durchschlagswerten. Mal dazu. So, jetzt kommen wir zur Flak. Da nehme ich da meinen Liebling, Kugelblitz. Ne? So, Flak. Bei der Flak brauchen wir keine große Mobilität. Wir sind, die meisten von uns fahren ja nicht mal aus dem Spawn raus, wenn wir mit der Flak gespawnt sind. Es gibt den einen oder den anderen, der geht mit der Flak auch Panzer killen. Dann sollte man auf die ne, ganze Mobilität auf jeden Fall dran denken. Aber ja, ich bin jetzt so der Typ, der Verfechter. Eine Flak ist eigentlich dazu da, um Flugzeuge abzuballern. Um das Team vor feindlichen Bomben zu schützen, Jägerangriffen zu schützen. Ne, mal dazu. Also, würde ich da eher sagen, hier Ersatzteile, Löschzeug, okay. Dann bei Feuerkraft. Würde ich erstmal, ich würde es da erstmal auf Standard lassen. Bei Standard sind öfters mal Granaten dabei, die einen trotzdem ganz gut, also die Munition selbst, die, ne, halt, ja, Panzergranaten, würde ich schon sagen, ja, sind halt Granaten schon. Ne? Sind halt Modelltypen dabei, die doch recht stark sind. Hier ist das Beispiel, da Hai-T, das sind Minengeschosse. Wenn ein Flugzeug von Minengeschoss getroffen wird, fängt es zu, sagen wir mal, 60% Feuer. 60%. Meistens Bremse. Auf jeden Fall. Minengeschosse sind echt bestialisch. Die panzerbrechenden Granaten braucht man eigentlich im Prinzip nicht. Da, also bei einem Kugelblitz zum Beispiel kann man wirklich es auf Standard lassen. Da hat man eigentlich das Beste dabei. Außer man will jetzt Panzer klatschen gehen, dann geht man hier auf die letzte Rubrik. Da haut man natürlich dann auch Panzer richtig schön von der Seite weg, obwohl man das mit dem hier auch machen kann. So. Also, zur Flak muss ich sagen, wie gesagt, da ist eher nach den beiden hier am wichtigsten Drehkranz. Es gibt hier Flaks, bestes Beispiel, die L62 Anti 2. Die ist so langsam in ihrem Turm, wirklich langsam, dass man mit dem Fahrzeug, also mit dem Turm, manchmal hinter feindlichen Flugzeugen nicht ganz so schnell hinterherkommt, wie man das gerne möchte. Gerade wenn man diese Rubrik hier noch nicht eingebaut hat. Glaubt mir, wenn ihr das Fahrzeug mal ausprobiert, ihr spürt das. Ich
Ich kann das ja mal kurz als Beispiel, ich mache das jetzt mal raus und gehe mit dem Fahrzeug mal schnell in eine Testfahrt rein. Und dann werdet ihr den Unterschied gleich sehen. Es ist bestialisch. Es fühlt sich wirklich bestialisch an. So. Das ist der Turm. Seht ihr das? Wie langsam der sich bewegt. Alter Schwede. Und das ist jetzt ohne das Modul, ne? Also richtig langsam. Wenn jetzt hier ein Flieger vorbeikommt, also ihr habt wirklich große Schwierigkeiten damit, ein Flugzeug abzuknallen. So, jetzt machen wir das Modul rein. Und es wird ein bisschen besser, aber ja, das Fahrzeug selbst ist halt da ein bisschen kompliziert. So, nochmal, Testfahrt. Man sieht aber deutlich, dass man schneller hinterherkommt. Mit dem Modul. Seht ihr das? Man merkt den Unterschied. Man sieht es. Man kann deutlich schneller hinter dem Flugzeug hinterher. Man kann wirklich etwas schneller den Turm drehen. Daher Turmdrehkranz für Flachs sowas von auf Platz 3 setzen. Sehr, sehr wichtig. Kann man nur gebrauchen. Mal dazu. Dann, wir gehen mal zurück wieder zu den Deutschen. Wo ist mein Kugeli? Mein Kugel, da ist mein Kugel. Dann einschießen ist auch ganz praktisch. Wie gesagt, Richtantrieb, ne? Richtantrieb, wie gesagt, sehr wichtig. Das müsst ihr nicht unbedingt jetzt. Das könnt ihr irgendwann später machen. Ne? Irgendwann später. Muss jetzt nicht unbedingt sein. So, Munition. Also ich sag's mal so. Wenn ihr euch schon drum gekümmert habt, Drehkranz einschießen, ist ja schon ziemlich einiges verdammt gut. Ihr könnt dann anschließend noch die Verstärkung mit reinnehmen. Oder ihr macht doch den Richtantrieb, weil ihr müsst den Turm halt wirklich sehr schnell bewegen. Und bei Feuerkraft würde ich halt auch sagen, sucht es euch selbst aus, was ihr da wollt. Ne? Ich habe hier, die meisten Flaks haben große Auswahl. Hier ist halt wirklich mit Minen geschossen. Guckt man sich das an. Hier ist der Gurt so gesetzt. Dreimal Minengeschoss, eine panzerbrechende. Dann nochmal läuft es so ab. Dreimal Minengeschoss, eine Panzergranate. Hier ist es umgekehrt. Ne? Dreimal Panzergranate oder ein Minengeschoss. Hier ist sogar noch etwas anders da. Hier ist ein panzerbrechendes Hartkerngeschoss. Und dann zweimal Minengeschoss. Das ist von Flak zu Flak unterschiedlich. Das variiert. Also da gibt es verschiedene Zusammenstellungen. Seid jetzt mal nicht nur bei den Deutschen, sondern gucken wir mal hier bei den Italienern. Gut, manche nutzen halt auch verschiedene Kaliber. Das muss man auch dazu sagen. Ne? Es gibt hier sehr viele verschiedene Kalibermöglichkeiten. Es gibt 12,7er. Ne, das niedrigste ist 7,7. Ne, 7,62 waren sogar noch niedriger. Dann gibt es halt die ganz hohen mit ihren 45, 57. Was hat man noch? Da will ich jetzt mich nicht irren. Ich glaube, wir haben hier sogar eins mit dem 80er. Am Laufen, ich bin mir nicht ganz so sicher. Das ist aber ein hochmodernes. So, jetzt hier bei den Italienern das R3-Fahrzeug. Ne? Wir sind hier mit 20 mm unterwegs. Da gibt es natürlich auch ganz gute Munition mit drinne, wie man hier so sieht. Aber die meiste Munition bei den Flaks verläuft sich alles mit HE-Munition. Weil, ja, die Munition soll ja regelrecht das Flugzeug anzünden und vielleicht eventuell sogar explodieren lassen in der Luft. Ne? Das ist ganz wichtig. Mal dazu. Jo. Ich glaube, ich habe alle wichtigen Rubriken erklärt. Aber der hier ist echt extrem teuer. Ja, hier ist noch nicht ganz ausgebaut. Na, man sieht's. Aber man sieht, auf was ich mich hier spezialisiert habe. Ne? Das, auf jeden Fall. Dann habe ich irgendwann mir gesagt, so, jetzt legst du die neue Granate zu. Da haben wir natürlich die hier. Man sieht auch schon, wie der Schadenswert ist, wie die funktioniert. Die ist auch nicht schlecht. Da ist halt der komplette Gurt, wie ihr seht. Der komplette Gurt ist eine FIT-Granate, Splittergranate mit Brandsatz und Neuspur. Die ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Und wie gesagt, ihr könnt auch panzerbrechende Munition verwenden. Mit der könnt ihr aber auch auf Panzer gehen. Aber ihr habt keine Panzerung. Also es gibt eigentlich hier keine einzige Flak, die irgendwie viel Panzerung hat, dass sie einen Panzerbeschuss übersteht. Die meisten Flaks gehen schon von Kleinkalibern wie Maschinengewehr kaputt. Ne? Da gibt es keine Ausnahmen. Also es gibt sehr wenige,
da wirklich mal Glück haben und sagen können, ey, ich war in der Flak und habe überlebt, obwohl einer auf mich abgeballert hat, wie Sau. Mal dazu. Ne? Ja. Also es gibt hier verschiedene Kaliber und ja, 35 ist auch ein ganz gutes Beispiel. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, Ersatzteile, Löschzeug, dann sollte man sich hier an den Drehkranz dran machen, einschießen, Richtantrieb. Das hier sind so die wichtigen Funktionen, die wichtigen Sachen. Ihr könnt Nebeltöpfe nehmen, wenn ihr das habt. Aber daher, dass ja der Nebel verrät euch ja regelrecht schon fast auch. Also könnt der Bomber auf euch auch schießen. Und sobald ihr sowieso schießt, ihr habt immer Leuchtspur dabei, ne? Weiß der Gegner sowieso, was Sache ist. Ne? Und wie gesagt, es gehen. Ja, was die Flak angeht, ich kenne nicht so viele Leute, die sich mit einer Flak in Bewegung setzen dann und dann auf Panzerjagd gehen. Manche machen das. Also wenn sie jetzt im Kugelblitz sitzen, machen sie es auf jeden Fall. Aber es gibt sehr, sehr viele, die bleiben lieber gleich nach dem Spawn an Ort und Stelle und schießen von da aus auf die feindlichen Flugzeuge. So, habe ich alles erreicht, ne? Ich habe alles, ich habe keine Panzertypen mit verschiedenen vergessen. Ne, ich glaube, ich habe alle. Bin ich mir ziemlich sicher. Wir können ja nochmal hier durchgucken. Leichte Panzer, mittelschwere Panzer, die Panzerjäger, Flaksame, schwere Panzer. Ich wollte schon schwere Flaks sagen. Schwere Flaks gibt's nicht. Ja, ne, ich habe alle Rubriken durchgenommen, die notwendig sind. Also ihr wisst jetzt Bescheid. Worauf sollte ich achten? Ne? Wenn nur einer oder der andere ein bisschen Probleme hat, ne, schreibt einfach mal Kommi. Fragt einfach nach, wenn ihr hier da und dort ein bisschen Schwierigkeiten habt. Gut, nicht immer werde ich antworten. Ich bin nicht immer in YouTube online und guck dann halt nach, weil ich halt durchgehend halt am Produzieren bin. Ne? Aber ich bemühe mich so gut es geht, so oft zu antworten. Ne? Mal dazu. Also auf sofort, also ihr schreibt und darauf zu warten, dass ich sofort antworte, würde ich jetzt nicht machen, weil wie gesagt, ich bin nicht immer in YouTube online. Es gibt Panzerjäger übrigens, die haben hier auch, ne, Aufklärungsmodule. Mal so als Beispiel, da ist nämlich mir gerade der Roy Cut eingefallen. Kommt selten vor, ist aber vorhanden. Ne, mal dazu. Gut, dann, das war's. Ich hoffe mal, ich habe euch genug informiert, was halt die Module angeht, welche sind wichtig für welche Dinge. Ja, was man da halt so in Betracht ziehen sollte. Das gilt auch für alle Nationen. Nächstes Video, da geht es dann um Panzerung. Der Panzer selbst, ne? Da sind ja riesen Variationen. Ach, Herrgott, nochmal. Also, da geht's wirklich, das wird so richtig kompliziert. Anschließend kommt dann über die Munition selbst. Da gehen wir verschiedene Munitionstypen durch. Mit Durchschlagswerten, Entfernung, Pipapo, den ganzen Kladderadatsch. Und fünftes Video wird dann halt das Skillen sein. Skillen ist hier sehr wichtig. Ich wollte eigentlich Skillen schon auf ein paar 2 setzen oder auf ein paar 3, aber Panzerung ist halt auch wichtig. Das ist ein bisschen kompliziert. Vielleicht schmeiße ich das auch zusammen. Obwohl, ich glaube, das wäre dann verwirrend. Schauen wir mal, wie es läuft, ne? Gut, dann. Ich hoffe mal, ich habe euch informiert. Wenn dem so ist, dann lasst mir mal ein Like, ein Kommi, ein Abo da. Wenn noch irgendwelche Fragen offen sind, ne, schreibt sie in die Kommis rein. Dafür sind sie ja da. Fragt einfach mal nach. Ich kann, ja, ich versuche so gut es geht immer zu helfen. Und ansonsten wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Viel Spaß noch beim Zocken weiterhin. Bis zum nächsten Mal bei so einem Panzer-Tutorial. Da sagt hier, da geht es wie gesagt in der nächsten Rubrik um die Panzerung. Und da, das wird auch, oh je, das wird ausführlich lange dauern. Aber da informiere ich euch so gut wie ich kann. Ne? Mal dazu. Gut, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.